Trampoline. Und damit sage ich Hallo zu einer weiteren Aufnahme. Huli Nerd zockt. Ich werde heute in dieser Aufnahme Byte Driver spielen. Das ist ein Spiel, das wurde heute zum Tag dieser Aufnahme auch gelauncht vom Publisher. Ja, es ist ein kleines Indie-Game, was so ein bisschen an die Arcade-Maschinen der späten 70er erinnert. Und ja, einiges erinnert dann auch an ja, die Vectrex-Optik, aber früher Ende der 70er. Wer schon mal Asteroids gespielt hat und was es da alles so gab, dem wird wahrscheinlich dieser Stil ja, zusagen. Und ja, das ist jetzt hier halt ein Racing-Game, wo wir verschiedene Dinge absolvieren müssen. Ich spiele das Ganze jetzt hier mit Maus und Tastatur, weil mein Joystick irgendwie nicht ganz funktionieren wollte. Ich habe hier auch einen kleinen Boost, beziehungsweise Nitro, und wir müssen jetzt die gegnerischen Autos hacken, quasi. Und dadurch bekommen wir dann Energie oder Boost. Und ich finde es halt hier interessant, dass wir dadurch auch, ja, dann auch ein bisschen drauf achten, dass wir dann auch vorsichtig fahren, weil wir müssen ja auch mit unserer Energie gut haushalten. Ja, ich mag solche Spielekonzepte, auch wenn sie jetzt Gameplay-technisch alles andere als außergewöhnlich sind. So. Aber ich würde auch gerne mal hier die gegnerischen Autos dazu bringen, dass sie sich killen. So. Oh, meine Energie ist low, deswegen schnell mal irgendwie jetzt hier Energie geholt. So, da. Achso, dann eliminiert er sich auch schon selber. So, da haben wir jetzt auch ein bisschen Energie. Ja, das gibt es derzeit bei Steam oder ihr könnt es auch über die Seite vom Publisher auch direkt bekommen für eine Handvoll Euro. Ich habe freundlicherweise das Spiel zur Verfügung gestellt bekommen vom Entwickler. Also wie gesagt, es ist ein kleines Projekt. Also das wird auch, glaube ich, auf Steam jetzt nicht die sonderlich großen Rezensionen bekommen. Wenn doch, würde es mich natürlich freuen. So. Also Racing-technisch, wie ihr schon seht, das ist, ja, da gibt es mit Sicherheit das ein oder andere, was man da eher wählen würde, aber das Ganze lebt hier halt von seiner Atmosphäre. Und wenn ich jetzt hier gleich den ersten Abschnitt absolviert habe, werde ich ein wenig das Nitro einsetzen. Man kann auch später Waffen einsetzen. Ich versuche so weit zu kommen in dieser Aufnahme, aber ich werde das jetzt hier auch nur bis zum Game Over spielen. Das reicht dann auch. So, jetzt werde ich den Nitro einsetzen und ja, werde versuchen, hier den Minen auszuweichen. Klappt bislang ganz gut tatsächlich. Oh. Aber ich muss auch aufpassen, dass ich auf der Strecke bleibe. So. Ja, das ging ja fix. So. Habe ich mich in den anderen Aufnahmen ein bisschen blöd angestellt. Oh ja, jetzt kommen die Sniper-Türme. So. Da müssen wir dann aufpassen. Ja, so, die schießen nämlich auf uns. Deswegen muss ich da ein bisschen vom Gas runtergehen. So. So, und da liegt natürlich trotzdem noch was auf der Straße. Ah, das war ein bisschen schnell. Und zusätzlich müssen wir auch darauf achten, dass wir dann auch trotzdem die Autos hacken, damit wir ein bisschen Energie bekommen. So. So. Ah, da habe ich nicht aufgepasst. So. So. Ja, also noch passiert hier relativ wenig. Also abwechslungsreich wird es erst gleich. Ja, war ja klar, dass das passiert. So. Energie. Und da eliminiert er sich selber. Ein bisschen Gas hier. Ach, das war zu schnell. Ja. Energie. Gib mir nochmal Energie. Also, das ist bestimmt etwas für Leute,
die in den 70ern und 80ern bereits, also in den frühen 80ern vor allem, auf Videosystemen unterwegs waren. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch die ein oder anderen Leute, die ja sowas interessieren sollte, daran auch ihren Spaß haben können. So, und ihr merkt, es ist schwierig so zu fahren und achso, oh, prepare for duel. Und ich weiß jetzt gar nicht wie. Oh shit. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich ausweichen, ja. Ach, shit. Laser, so. Achso, jetzt kann ich auch schießen. Shit, meine Energie ist low. Meine Energie ist low, fuck it. Ah, na, da ist es schon passiert. Also das wäre der erste Endboss in diesem Spiel. Ich werde das aber jetzt auch nicht euch jetzt nochmal zeigen, weil sonst müsste ich wieder von Anfang an anfangen und das habt ihr ja jetzt schon gesehen. Und da kann man natürlich in typischer Manier, kann man auch hier seinen Highscore eingeben. Also ich persönlich mag solche Projekte sehr. Es ist zwar jetzt, wie schon gesagt, gameplay-technisch jetzt wahrscheinlich nichts, was man jetzt so als Innovation ansehen könnte, aber es ist halt eine Hommage an diese alten Spiele, die es früher gab, an die alten Arcade-Maschinen aus den späten 70ern und 80ern. Und ja, wie schon gesagt, wer damals auf Systemen unterwegs war, der wird da mit Sicherheit seine Freude dran haben. Gibt es jetzt für eine Handvoll Euro bei Steam und auf der Seite des Publishers. Da kann man dann auch den Soundtrack herunterladen für 1-2 Euro. Und wer daran Spaß hat, der kann das gerne machen, da den Spieleentwickler unterstützen. Denn wie gesagt, das ist ein sehr, sehr kleines Projekt. Ja, das soll es jetzt auch schon wieder von mir gewesen sein. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank für die Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal, euer Hulinerd. Ciao.